Wir befinden uns heute in der Ausstellung Ausgezeichnet Künstlerin des Inventars. Die Ausstellung wirft einen Blick hinter die Kulissen des Museums in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und spürt den Arbeits- und Lebensbedingungen der Frauen nach, die zu der Zeit als Zeichnerin am Museum beschäftigt waren. Hier stehen wir jetzt vor einer Auswahl von Löffeln aus einer Sammlung, die insgesamt 211 Löffelobjekte umfasst. Hier haben wir zum Beispiel einen länglichen Löffel aus Bambus, der im Rahmen einer Teezeremonie in Japan zum Einsatz kam. Daneben einen klappbaren Reiselöffel aus Holz aus Mitteldeutschland. Und hier ein Löffel in Form eines Vogels aus Rinderhorn aus Madagaskar. Die Löffel sind natürlich typisch in gewisser Weise für ethnografische Sammlungen, die den Anspruch hatten, die Kulturen in ihrer Gänze abzubilden und entsprechend sowohl Alltags- als auch sakrale Rituale und Kunstgegenstände beinhalteten. Und es stellt sich jetzt natürlich an dieser Stelle die Frage, was macht diese Löffelsammlung in der Ausstellung Ausgezeichnet Künstlerin des Inventars? Als Sammlerin dieser Löffelsammlung war bereits Marie Enderlin, eine am Haus beschäftigte Zeichnerin, vermerkt. Sie verkaufte diese Sammlung nach ihrer Verrentung 1955 dem Museum und die Sammlung kam mit einem eigenen Inventarkartenkatalog, der mit Löffelsammlung Marie Enderlin beschrieben war, betitelt war. Und in diesem Katalog hatte sie eben bereits ihre eigene Löffelsammlung nach den ihr wohl bekannten Vorgaben, nachdem sie ja Zeit ihres Lebens hier am Museum gearbeitet hatte, dokumentiert. Der Wissensstand zu den einzelnen Zeichnerinnen, Künstlerinnen ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt welche, zu denen wir Stand heute kaum etwas wissen, wo uns sogar die Lebensdaten fehlen. Und dann gibt es andere, zu denen wir auch über ihre Museumstätigkeit hinaus zumindest Anhaltspunkte haben. Zu diesen Frauen gehört auch Marie Enderlin, die 1880 geboren wurde und tatsächlich ab 1911 bis 1949 hier am Museum, bis zu ihrer Rente hier am Museum als Zeichnerin beschäftigt war. Wir wissen aus schriftlichen Quellen, dass sie davor Bestrebungen hatte, sich als Künstlerin selbstständig zu machen, beziehungsweise auch ein eigenes Atelier, in dem sie wiederum Frauen ausbildete, betrieben hat. Diese Tätigkeit, die künstlerische Betätigung, gab sie wohl im Laufe ihrer Anstellung hier im Museum auf und widmete sich stattdessen dem Sammeln. Das Museum hat neben der Löffelsammlung, die, wie gesagt, sie nach ihrer Verrentung, ein paar Jahre nach ihrer Verrentung, dem Museum verkaufte, mit dem Hinweis, dass sie selber keine Gelegenheit hätte, sie aufzustellen, besitzt das Museum noch einige kleine Sammlungen, die sie während ihrer Tätigkeit hier dem Museum zunächst geschenkt hat und dann aber auch verkauft hat. Das sind Sammlungen, die sie tatsächlich im Gegensatz zu der Löffelsammlung selber sammlerisch angelegt hat, also Sammlungen aus dem Umkreis, nämlich zum Beispiel von der Insel Hiddensee, wo sie in ihrer freien Zeit hinreiste und dort tatsächlich selbstständig Gegenstände sammelte. Die Löffelsammlung, sagt uns der eigene Inventarkartenkatalog, kam so zustande, dass sie offensichtlich als Sammlerin und dann auch als Löffelsammlerin im Museum und auch darüber hinaus bekannt war und entsprechend von wissenschaftlichen Kollegen sowohl als auch von mit dem Museum verbundenen Sammlern Löffel von Reisen mitgebracht bekam.